Man kann natürlich auch irgendeine einfache Ressource nach oben bringen, aber es ist halt meiner Meinung nach nicht unbedingt so sinnvoll. Was haben wir sonst noch hier? Wen bräuchten wir noch? Moxie haben wir da. Brauchen wir erstmal nicht, brauchen wir nicht. Und Gebäude mit Sekt. Ja, damit könnten wir noch mehr Sekt produzieren. Ist ja alles ganz toll. Irgendeiner, aber ich weiß jetzt nicht welcher. Wenn wir erstmal den holen, dann würden wir erstmal Arbeitskräfte sparen. 10% mehr Einwohner. Boah, wäre gar nicht schlecht. Hier meine Rüstereien, aber den kriegt man nachher doch hinterhergeworfen. 50% Produktivität. Ist ja irgendwas Seltenes noch? Ich kann noch meinen Flug erstmal bauen. Den brauche ich noch. Wie Es läuft's könnte hier? hier noch großartiger sein. Ja. Wir bräuchten mehr Stiefel. Weil die stehen gerade nicht mehr im Strom, kann das sein? Es empfiehlt sich ein Maßanzüge. Die werden gut gebaut. Da hinten ist unsere Stiefelabteilung. Von denen brauchen wir noch mehr. Wir müssten noch mehr Kühe einkaufen, glaube ich. Mehr Mukus. Mehr Mukus. So. Unten ist doch noch Platz frei. Können wir doch die Fische nochmal hochtreiben. Nebenbei. Gab's hier nicht irgendwo die Kuh? Genau. Kaufen wir die Kuh ein. Zack. Verkaufen wir ein 2000er Packen. So. Wie sieht's aus mit den Kühen? Da müssten die aber wieder ordentlich nach oben kommen. So, die Uhren laufen. Das ist alles schön. Irgendwie ist alles ein. Können wir eigentlich noch Häuser bauen? Habe ich eigentlich noch welche geholt? Ja, habe ich. Stehen sogar im Umkreis. Oh. Einmal wieder rüber in die alte Welt. Noch 17 Minuten, der war gerade da, oder wie? Ja, brauche ich nicht, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Brauchen wir vielleicht noch? Oder auch nicht? Ich weiß noch nicht. Muss noch alles verkauft werden. Schwierig. Jetzt können wir hier theoretisch auch noch Sekt verkaufen. Das ist eigentlich Sinn und Zweck der Sache gewesen. Wo ist mein Sekt? Was kaufen wir damit ein? Verdammt, das Problem ist immer das Einkaufen. Das Verkaufen ist nicht so das Problem. Das Einkaufen ist immer so eine Sache. Was nimmst du denn? Ich habe das ja mit den Konserven so gut geregelt, dass das mit denen erstmal gar keinen Unterschied macht. Was kaufe ich? Ich könnte Schmuck kaufen, was überhaupt keinen Sinn macht. Oh, Bretter. Ja, ich kann Bretter kaufen. Die habe ich mir schon immer gewünscht. Bretter. Müsste Taschenuhren kaufen und Dings noch mehr. Von allem. Tja, ich bin ein little bit ratlos. Wie sieht's mit einer Seife aus? Seife könnten wir kaufen. Kaufen wir Seife. Ja, ich weiß nicht. Wenn wir 200 haben, dann können wir so viel Seife einkaufen, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Verdammt. Das ist ja verdammt nicht einfach. Kannst du hier hin und her scrollen, wie du willst. Dieser kleinen Insel wird einfach nicht genug produziert, dass man sagen könnte, das macht Sinn. Wir können eine ganze Weile was verkaufen, das ist schon mal gut. Wir müssen doch jetzt wieder neue Gebäude freigeschalten haben. Ja. Warte mal. So, wir haben vier Depots. Hier drüben ist 1, 2, 3. Hier können wir dann auch noch Depots bauen. Dass wir schön unser Muster hier noch beibehalten, das ist immer so das Problem.
Was kam dazwischen? Dazwischen war eine Hafenmeister? Ne, das war ein Exportbüro. Exportbüro und hier vorne war der Verladekai. Gut, gut, gut. Schön die Formation behalten. Verladekai. Verladekai. Hier geht keiner mehr. Schade. Dann Exportbüro. Exportbüro. Und hier drüben. Verdammt. Mehr haben wir nicht. So ein Ärgernis aber auch. Und wo wollen wir jetzt den letzten Verladekai hin? Hm? Alles so schön gebaut hier. Und viel Liebe. Achso. Hier können wir noch einen Verladekai hinsetzen. Hahaha. Was haben wir noch? Anlegestellen haben wir noch zwei. Oh Gott, oh Gott. Ja, das sieht ja alles ganz toll aus, aber wir können dann nicht so viel an. Aber so viele Anlegestellen brauchen wir auch eigentlich nicht mehr. Jemand sagte mir, die Königin spreche in den höchsten Tönen von dir. Wir könnten jetzt hier noch zwei nebeneinander legen. Ja, komm. Was soll's? Egal. Eine Hafenmeisterei stellen wir hier noch mit dazu. Was ist das? Exportbüro. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, ja, hast du gut gemacht. Braver Junge. Braver Lumpi. 30.000 Brandbrüche in der Forschung. Jetzt aber. Hier brauchen wir zurzeit Rum. Damit können wir die Rumproduktion enorm erhöhen. Du produzierst noch nebenbei Schnaps. Naja, für 20 Kohle mache ich hier schon mal gar nichts. Jetzt, kriegst du den Flug. Sag mir, wird es Zeit für ein Seemannsbegräbnis? Damit haben wir hier nochmal die Produktion ordentlich erhöht. Schnaps. Brauchen wir noch so viel Schnaps? Das ist die Frage der Fragen. Brauchen wir so viel Schnaps? Ihr produziert extra noch Rum. Du übernimmst das jetzt hier. Der Hypnotiseur kommt nach hinten. Damit wird jetzt gelegentlich noch Rum produziert. Jetzt überlege ich. Obwohl, das lässt sich ja eigentlich gut machen. Wir nehmen den raus. Und setzen den ein. Somit wird hier alles mit Strom versorgt. Damit erhöhen wir die Produktion nochmal enorm. Allerdings die Frage ist, ob wir noch so viel Rum dann brauchen. Also so viel Schnaps. Ob wir den dann nicht noch wieder rausnehmen. Weil Kartoffeln müssen halt produziert werden. Das ist sowieso klar. Damit wir dann unsere Rumbrennereien hier auch ordentlich füttern können. Von denen wir enorm noch welche brauchen. Weil wir wollen ja auf Importe aus der neuen Welt verzichten. Mehr ging nicht, ne? Ja, mehr ging nicht. So, damit produzieren wir jetzt nochmal ordentlich. Die passen da so schön rein. Die passen da so schön rein. Dann muss der raus. Hilft nichts. Der muss gehen, muss durch Standard-Item ersetzt werden. Wie sieht's denn aus mit dem Schnaps? Ja, das ist viel zu viel. Wir könnten allerdings jetzt auch welchen verkaufen. Der ist ja nicht so das Problem. Wo ist mein Schnaps? Schnaps verkaufen. Jetzt kaufen wir einen, verdammt. Können wir Kartoffeln kaufen? Ja, das können wir, weil die Kartoffeln gehen jetzt im Keller. Da werde ich drauf. Kaufen wir dagegen gleich Kartoffeln? Oder kaufen wir... Wir müssen noch mehr, sonst können wir kein Gold kaufen. Wie viel müssen wir noch an Exporten? Eine ganze Menge. Ich weiß aber nicht, was das unbedingt zu bedeuten haben. Import, Export. 6,12. Ja. Ich weiß, dass ich es kaufen muss, aber wie viel? Keine Ahnung. Reicht es, wenn ich eins kaufe? Oder drei? Oder zehn? Oder tausend?
kaufe ich denn jetzt für den Schnaps? Glas. Das ist jetzt aber nicht die Leistung, die ich haben will. Kaufen wir hier noch ein bisschen Glas ein. Eben gerade habe ich noch gesagt, das ist Quark, aber wenn ich so wenig Glas habe, dann kaufen wir Glas. Kaufen wir noch mehr Glas. 300er Packen Glas. 5 Minuten. Wir haben keine Ingenieure mehr. Wieso denn? Die Fakten sprechen. Ah ja, unser Kaffee ist alle. Was ist denn hier los? Wird überhaupt noch gearbeitet? Hier drüben? Ja, ich weiß, das ist noch nicht fertig, aber... Schokolade haben wir. Setz dich lieber in den Schatten. Hier, die Kaffeeabteilung, die müsste doch hier eigentlich ordentlich... Natürlich, kommen Sie. Was ist hier mit unserer Kaffeeabteilung? Wird das nicht abgeholt? Doch, abgeholt wird das, aber anscheinend ist es doch zu wenig. Aber wir haben auch nicht die Arbeitskräfte dafür, so ein Ärger das aber auch. 35% weniger Arbeitskräfte. Das müssten wir hier alles nochmal reduzieren. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Oder wir holen uns mehr Einwohner. Wie man es macht, macht man es verkehrt, glaube ich. Wir werden die Arbeiter reduzieren. Und zwar eindeutig hier. Ich weiß nur noch nicht wie. Bei Kaffeebohnen haben wir genug, daran kann es nicht hapern. Haben wir vielleicht noch einen Kaffeeproduzenten? Können wir noch einmal dieses super Kaffee herstellen? Ja, super Kaffee. Super Kaffee. Wird eigentlich hier auch gebufft? Naja, mit dem Hypnotiseur. Stellen wir die Abteilung damit hinten hin. Wo ist mein Kollege? Du warst nur für die Rumbrennereien zuständig. Ja, gut, ich hab nichts gesagt. Tut mir leid. Wo war jetzt hier dieses eine Kaffeegebäude noch? Wir hatten noch irgendwo eins, ich weiß noch nicht mehr wo. Achso, hier. Stellen wir hier mit zu. Drüben wird es gerade ein bisschen eng. Ha, wenn ich die so lang stelle, dann klappt's. Das erste ist nicht hübsch, aber passt rein. Sobald wieder genug Kaffee da ist, sollte das mit den Arbeitskräften eigentlich auch wieder laufen. Aber so richtig läuft's nicht. Ist auch heute wieder der Tag der Tage. Wie läuft's? Das ist gleich wieder fertig. Unser Kapitän läuft ein. Sekt. 1400 haben wir, 1400 kaufen wir. Das ist schön. Aber so viele Hochräder werde ich gar nicht gekauft kriegen, glaube ich. Ja, könnte enge werden. Wir brauchen definitiv wieder mehr Glühbirnen. Was für ein Opus Magnum. Die zurzeit nicht unter Strom stehen. Die ganze Abteilung müsste mal irgendwo hingebaut werden, wo Kohle ist. Aber genau hier ist Kohle und Eisenerz. Da würde ich es zwar gerne hinstellen, ist aber nicht so lukrativ. Die einzige Stelle, wo das gebaut werden kann, ist hier. Und da stehen jetzt gerade die ganzen Weintraubenabteilungen. Es ist auch zu Mäusemelken. Ja, wer ist da nach vorne gekommen? Sekt hat es noch nicht geschafft. Die Würstchen, was ist mit Brot? Brot hat es nicht geschafft. Ja, weil es voll ist. Deswegen. Sekt konnte nicht gekauft werden. Glas konnte auch nicht gekauft werden. Weil zu viel. Kühe. Können erstmal die Fische raus. Eieieiei. Ja, was ist denn dabei? Eieieiei.
Ist echt nicht einfach. Wenn man mehrere Inseln hätte, würde das hier deutlich easy laufen. Also wirklich, alles viel einfacher. Überlege ich. Das hier drüben aufbauen müsste hier rein theoretisch der Strom auch noch bis nach vorne führen. Der Platz ist ja extra, ist ja noch ein bisschen da. Also hier könnten es aber auch mit dem Gaswerk probieren. Na gut, die Abteilung, wie sie jetzt steht, steht eigentlich richtig. Bauen wir das hier oben mit einem Gaswerk? Ich meine, sonst müsste ich das Ganze hier einmal nochmal nach links rücken. Und da steht gerade alles so gut. Das ist ja das Tolle. Steht hier wirklich perfekt. Wir haben ja ein bisschen Gas. Das Gaswerk könnte hier oben stehen. Hätte das Problem, aber das ist eigentlich näher am Hafen. Das also Quark ist, wenn wir das hier nicht nutzen. Da hätte man dran denken können, wenn man das hier alles gebaut hat. Allerdings von der Reichweite her, wie weit zählt dieses Kraftwerk, wenn wir es von hier nehmen? Noch wird ja hier Kohle produziert, das nehmen wir jetzt aber weg. Das brauchen wir nicht. Ich möchte Ihnen keine Umstände bereiten, aber... Naja, ich komme ja schon. Einmal rum abholen. Und ich brauche den Kollegen hier. Weniger Arbeitskräfte. 11 Minuten. Die Frage, reicht der? Reicht der denn später bis hier oben hin? Ich habe mich ja voll und ganz darauf verlassen, dass das funktionieren könnte. Theoretisch ja, rein praktisch. Es ist alles so toll geplant hier. Aber alles darauf ausgelegt, dass die Attraktivität dann hoch genug ist. Wir könnten ja den um 15 Felder schon mal erhöhen. Wir müssen die Attraktivität dann ausbauen, hilft nicht. Irgendwann müssen wir jetzt anfangen, das Ganze da hochzusetzen. Deshalb... Also das ist jetzt alles abreißen. Ich habe das jetzt gerade so schön Tag hingestellt. Auf. Ja, aber hilft nicht. Hier kommt jetzt die Abteilung rein für Glas und für alles andere. Und das muss ja alles untereinander stehen. Die Glasabteilung, der guckt irgendwo anders hin. Und zwar irgendwo... Hier unten. Frage ist nur dahin oder dahin oder dahin oder dahin. So. Hier, ja, hier steht er perfekt. Warum? Weil er hier noch nebenbei Perlen produzieren kann. Und der auch noch beeinflusst wird. Deswegen kommen die bei mir neuerdings alle an den Rand. Gut, das heißt hier, das Gelände wird wieder freigeräumt. Alles, was wir hier erstmal im Umkreis kriegen, wird nur die Glühfädenabteilung werden. Hier neben ist Kupfer, Zink, Eisen ist erstmal egal, muss aber auch gebufft werden. Nun nehmen wir erstmal alles weg für euch hier, damit ihr besser gucken könnt. Das fangen wir jetzt hier schon mal an. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Die Meine Abteilung. Tochter mag sie nicht. Damit wir das mit den Glühbirnen endlich mal hinbekommen. Warte mal, maximale Ausdehnung haben wir schon. Ja. Hier ist die maximale Ausdehnung. Mehr geht nicht. Gut. Jetzt müssen wir das hier nur noch ordentlich einsortiert bekommen. Der würde so oben glatt stehen. Ist aber nicht so schön.
Wenn die Straße bis hier ranbauen würde, wäre es perfekt. Dann könnte ich die hier nämlich alle drei untereinander stellen. Die würden dann perfekt stehen. Allerdings hätte ich ihn gerne noch einen weiter nach links. Ein weiter nach links geht nicht, es sei denn, ich tausche den oder setze ihn so rein. Aber so geht nicht. Der würde hier dann perfekt passen. Das hätte ich hier auch gerne, aber... An Arbeitskraft. Ja gut, das würde, wenn ich so baue, auf jeden Fall klappen. Wie regle ich das denn hier oben? Der wäre hier super. Aber dann kriegen wir hier keinen zweiten mehr daneben. Sind Sie wirklich schwierig, ja, gehen wir gerade nicht auf den Keks. Wenn wir das so bauen, fehlen uns ja ordentlich die Arbeitskräfte. Dagegen können wir auch gerade nicht viel machen. Müssten wir alles reduzieren an Arbeitskräften, was wir hier zurzeit für die Itemproduktion brauchen. So ein Ärgernis aber auch. Halbieren wir die ganze Sache erstmal. Jetzt haben wir wieder Leute. Die Formel ist unvollständig. Ja, ist ja klar, wir arbeiten dran. Entspann dich. Die Bewegung braucht neue Helden. Nein, die braucht keine Helden. Ganz ehrlich. So, warte mal, nee, die müssen wir doch seitwärts stellen, weil wir dann mehr reinbekommen in den Club. Was stelle ich hier hin? Wenn ich die beide jetzt so ineinander quetsche, dann hätten wir hier alles in Reihe und Glied. Was überhaupt keinen Unterschied macht, wie wir es stellen. Das nur so bauen oder so bauen. So bauen und so bauen. Stehst du noch mit drin? Nein, ach komm schon. Stehst du noch mit drin? Ja, sehr gut. Die Abteilung jetzt genau daneben. Was wäre am besten? Dann würde alles perfekt reinpassen. Dann haben wir aber eine Viererreihe zwischen, die nicht weiß, was er machen soll. Die Idee ist gut. Aber ob das jetzt so clever ist, weiß ich nicht. Obwohl, ist gar nicht so blöd. Passt doch. Immer erst meckern. So, hier oben. Machen wir das. Ja, ich weiß, dass ihr nicht angeschlossen seid, jetzt entspann ich. So, perfekt. Die stehen schon mal. Stellen wir die auch nebeneinander. Jetzt ist es eigentlich auch egal, wie wir den hinstellen. Bauen wir es so. Das sollte doch erstmal reichen. So eine ganze Weile. Deswegen muss das hier auch alles irgendwie jetzt mit Strom versorgt werden. Kein Problem, er übernimmt das so lange. Aber wenn die Reichweite, also wenn wir nachher irgendwann genug Attraktivität haben, spielt das keine Rolle mehr. Dann kommt das hier mit der Ecke oben wunderbar hin. Aber bis dahin brauchen wir noch eine Weile. Was ist halt alles schon darauf ausgelegt, dass das am Ende funktioniert. So, das hier ist erstmal super. Wir produzieren extra mehr Kohle. Nebenbei, wir bräuchten noch so ein Rundund-Item, was nochmal alles bufft. Wäre auch erstmal egal. Jetzt müssen wir noch den Fuchsi reinbringen, den ich hier noch heute vergessen habe. Der soll die Abteilung nochmal stärken. Hier ist ja nichts großartig, oder? Ja, die Messingabteilung steht daneben, aber ist erstmal nicht so wichtig. So, damit hier noch Glas produziert wird in den Brillenfabriken. Messing brauchen wir hier eigentlich nicht mehr. Messing könnte woanders stehen. Könnten wir hier noch unter Buff stellen. Damit ist hier noch mehr Platz für die Brillen. Gut, kommt nochmal ein Verladehans. Ist der schon unterwegs oder nicht? Das ist unser Abschluss heute.
Was könnten wir noch kaufen auf die Schnelle? Was wäre jetzt noch super? Was haben wir noch? Was wäre noch frei? Wo ist noch Platz? Wir könnten davon noch ein Tausender packen gebrauchen. Dann könnte man theoretisch gar nichts mehr kaufen. Könnten Kohle holen, könnten das auch lassen. Das ist ja das Einzige, was wir gerade kaufen könnten. Ja, wird schon reichen. Wir haben noch 190 Uhren. Können wir doch noch ein bisschen Glas kaufen. Das können wir aber auch mit dem Sekt machen. Oben Lein, Lein, Lein haben wir Lein. Ja, Lein könnten wir kaufen stattdessen. Na? Ah, ja, ich nehm's von hier. Dieses Rumgeweine. Das müsste voll sein. Kühe haben wir. Wir könnten auch gebackene Bananen auffüllen. Ja, bringt's auch nicht viel. Könnten wir auch Hibiskus-Tee mitnehmen. Kommt doch selber bei raus. Schaffst du es noch die 200? Ich verlasse mich drauf. Wird bereits gehandelt. Ja, das ist mir schon klar. Die Rohstoffabteilung. Zement könnte man kaufen. Zement. Kaufen wir das mit Fisch? Ja. Ein 2000er Packen Zement. Ist das Schiff schon da zum Handeln? Sieht noch nicht so aus. Können wir noch was bauen? Ja, Depots. Jede Menge. Jetzt ist langsam Ende Gelände mit Depots. Der muss eigentlich darüber. Weil hier hinten müssen wir noch nach außen bauen. Hier wird weiter gebaut. Hier ein Verladekai, da ein Verladekai. Noch ein Verladekai? So, da, 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 da. Was will ich jetzt? Was will ich jetzt? Was will ich jetzt? Uns gehen die Steine aus. Wahrscheinlich, weil wir alle abgerissen haben, die irgendwo rumstehen. Es tut mir auch nicht leid. Bis kurz hier rüber. Und jetzt werden hier wieder Steine produziert. Obwohl, warte. Warte, das muss jetzt noch. Vergesse ich das. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Das wird jetzt noch mal so geil gebaut hier. Wieder ein kleines Provisorium anlegen. Halt. Ein Ort, an dem die Gedanken frei sind und Ideen aufblühen. Wo ist mein Stahlträger Hans? Hier. Irgendwo ist noch der Holzhansel. Den könnte man hier theoretisch auch noch mit reinbauen. Wo ist unsere Holzabteilung? Wir haben die Straße rüberziehen, damit das hier wieder funktioniert. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Damit die hier noch nebenbei Strahlträger produzieren. Ist mein Schiffchen schon da? Der braucht aber auch heute wieder. Oder legt er bei dem anderen an? Ich weiß es nicht. Wenn ich die Zeit einstelle. Das sollte sie. Weiß nicht, oder hat er schon wieder abgelegt? Handelt. Aber nicht bei mir. Dann muss er es drüben machen. Naja, gut, dann ist halt nicht anders. Ja, dann machen wir das beim nächsten Mal. Dann sind wir durch. Dann können wir auch die Mission machen. So viel wird auf jeden Fall geschafft werden beim nächsten Mal. Hoffe ich jedenfalls. 7000. Ja, schaffen wir. Einmal muss er noch anlegen. Dann haben wir es. Fische wird nicht ganz reichen. Ja.
Dann treffen wir uns nächstes Mal bei der Mission. Das ist ja relativ easy gemacht. Und dann können wir hier wieder zum Normalzustand zurückkommen. Und ja, drüben dann die Insel komplett neu überarbeiten und hier langsam fertig werden. Beim nächsten Mal weiß ich noch nicht, wie wir das da oben hinbauen. Dauert alles so ein bisschen. Wie gesagt, wir sind jetzt dabei, alles wirklich perfekt zu platzieren, so dass es richtig steht. So, bis zum nächsten Mal.